Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um Forms wieder mal natürlich und zwar um Folgendes. Wir wollen das Ganze hier auswerten. Das brauchen wir für die Validierung, denn wir wollen ja die Daten nicht irgendwie in einer anderen Datei validieren. Also wir wollen, wenn die Form ausgefüllt wird, wollen wir natürlich unserem User sagen, du, hey, füll mal hier zum Beispiel den Namen aus oder füll in meiner Form mal die E-Mail aus. Das hast du nicht gemacht, mach das mal bitte. Und dazu müssen die natürlich erstmal in derselben Seite liegen. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Wir werden es hier einfach mal benutzen, hier ausschneiden und hier wunderbar einfügen. Und natürlich brauchen wir hier erstmal für den HTML-Code ein paar kleine Anpassungen. Zum Beispiel sollten wir nur einmal dieses HTML und Body-Tag haben. Genau. So, und jetzt haben wir hier schon mal was relativ Gutes erreicht. Das Problem ist allerdings jetzt Folgendes. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wenn wir hier unsere Form angucken, sieht alles geil aus. Aber hier unten haben wir ein Problem. Und zwar kriegen wir hier direkt mal einen Fehler. Und zwar auf Zeile 13 und Zeile 15. Ja, warum? Naja, gut. Wir wollen hier von diesem, im Prinzip ist es ja ein assoziatives Array. Wir wollen von diesem Array eine Variable haben, nämlich Name und E-Mail. Und diese Variablen existieren noch überhaupt nicht, weil der User noch nichts eingegeben hat hier. Ja, gut. Wie machen wir das dann also? Wir sagen hier, okay, du benutzt diese Variable nur, wenn es auch wirklich was Ausgefülltes gibt, was du da auswerten kannst. Und das machen wir, indem wir hier einfach das Ganze in eine if reinpacken. Jetzt wollen wir das auch mal eigentlich in ein Skript. Dazu sagen wir erstmal hier, wir wollen das hier weg haben. Das kommt in ein sowas rein. Und das ist im Prinzip auch noch Teil davon. Das natürlich nicht mehr. So, jetzt haben wir das Ganze mal in ein Skript reingepackt. Hier soll natürlich kein Semikolon mehr hin sein. Okay, jetzt haben wir das Ganze in ein Skript. Jetzt wird es aber immer noch angezeigt. Jetzt müssen wir noch diese Abfrage hier hinkriegen, dass es nur angezeigt wird, wenn auch wirklich was ausgeführt wurde. Das machen wir, indem wir sagen if. Ja, if ist immer geil. If Server ist die neue globale Variable, um die es dieses Video hauptsächlich geht. Server liefert euch allerlei nützliche Informationen über was gerade so passiert. Zum Beispiel könnt ihr den Namen der aktuellen Datei abfragen, werden wir nachher noch brauchen. Oder die Request Method. Die Request Method ist in unserem Fall Post. Also if Request Method gleich Post. Wenn ihr ein Get habt, dann schreibt ihr hier einfach Get hin. Das liefert euch einfach nur hier zurück. Wenn etwas überliefert wurde, dann ist es Post. Also, weil hier oben Post steht. Und falls nichts überliefert wurde, ist es einfach ein leerer String, soweit ich weiß. Und das heißt, es wurde nichts überliefert. Das heißt, ihr braucht hier auch diese Form nicht versuchen auszuwerten, weil es gibt ja nichts Ausgefülltes. Okay, und das heißt, ihr bekommt so auch keinen Fehler mehr. Wunderbar, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und wir sehen hier, dass ich was vergessen habe. Und zwar, wir sehen eigentlich auch eine wunderbare Fehlermeldung. Er hat angenommen Request Method. Und wir haben hier eine Request Method angefragt. Jetzt schaut euch das Ganze mal genau an. Hier sind Anführungsstriche, bei dem anderen eben nicht. Und das ist das große Problem, dass ich hier diese Dinger vergessen habe. Ja, so, jetzt ist natürlich richtig. Ihr wisst ja, wie ein assoziatives Array funktioniert, muss ich euch eigentlich nicht erklären. Okay, so, jetzt wollen wir dieses Ding hier auch ein bisschen intelligenter machen hier. Ihr wollt wahrscheinlich diese Form nicht nur auf einer Seite anzeigen, sondern vielleicht auf allen Seiten anzeigen. Wie zum Beispiel eine kleine Login-Form oben direkt rechts oder sowas, wo man einfach seinen Namen eingibt, egal auf welcher Unterseite man gerade ist. Ja, dann solltet ihr nicht immer auf die index.php-Seite verweisen, wenn ihr irgendwas falsch eingegeben habt, sondern direkt dem User sagen, hey du, da ist was falsch, aber ich lade dir einfach diese Seite neu, weil ich geil bin. Okay, und das macht man relativ einfach auch mit dieser Server-Methode. Allerdings brauchen wir jetzt hier drin ein PHP-Script. Mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch sein. Aber ja, hier drin braucht man auch ein PHP oder kann man auch ein PHP-Script ausführen. So, Echo, und ich mache gleich das Semikolon, damit ich es nicht wieder vergesse. Echo, und jetzt wollen wir hier die Seite ausgeben, die aktuell am Laufen ist. Und deswegen sagen wir hier $Server mal wieder. Und jetzt wird es noch komischer. Jetzt beenden wir hier sozusagen die Anführungsstrichle und sagen php-self. Was hier eigentlich steht, ist ein PHP-Script. Das heißt, das Ganze wird erst als PHP-Script interpretiert. Und als PHP-Script interpretiert bedeutet es hier, gib mir aus,
die aktuelle Server oder die aktuelle Seite, also die aktuelle Website, die gerade am Laufen ist. Und danach, also hier kommt jetzt in dem Fall index.php raus und danach erst wird das Ganze hier in die Action eingetragen. Das heißt, dass wir hier diese Anführungsstriche beenden, hat mich megamäßig gestört, stört mich immer noch. Aber es funktioniert, weil das Ganze erst als PHP-Script interpretiert wird und diese Ausgabe von dem PHP-Script wird dann hier sozusagen eingetragen. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es, gebe ich zu, aber ist okay. Okay. Und jetzt wollen wir das Ganze nehmen. Das machen wir nächstes Video. Schaut euch bitte, bitte nächstes Video ganz dringend an. Es geht um Sicherheit und die muss wirklich beachtet werden. Es sei denn, ihr wollt einen Haufen Hacker bei euch auf der Webseite haben. Das wäre ein bisschen doof. Okay, also nächstes Video ist sehr, sehr wichtig. Schaut euch das dringend an, ohne Scheiß. Genau, jetzt lassen wir das erstmal so und ja, führen das einfach mal aus. Und zwar bekommen wir jetzt hier kein Problem mehr. So, und jetzt gebe ich hier einfach mal als Name Ragnar Lodbrok und als E-Mail sagen wir, keine Ahnung, RL, ha, real life, okay, at gibetnet.de. Okay, real life gibt's nicht. So, wunderbar, und jetzt steht hier, hallo Ragnar Lodbrok, der sehnlich erwünschte Newsletter wird gesendet an rl at gibetnet.de. Das liegt daran, dass ich hier noch kein Leerzeichen drin habe. So, jetzt ist es noch geiler. Und jetzt kriegen wir hier aber leider keine Aufforderung mehr, dass wir das Ganze nochmal neu senden. Blöd. Das liegt daran, dass wir hier nicht direkt nach dieser Post-Methode hier gefragt haben. Ist halt jetzt leider so. Das heißt, manche Sachen solltet ihr vielleicht nicht so benutzen, also dass ihr direkt validiert. Andere Sachen solltet ihr so benutzen. Ja, bleibt euch offen. Aber man kann es leider nicht so wirklich beheben. Okay. Ja, das ist erstmal das Grundlegende mit den Server-Variablen. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie wir dieses, nächstes Mal schauen wir uns die Sicherheit davon an und dann zeige ich euch, wie man das Ganze ganz leicht hacken kann. Das ist nicht so geil. Und, ja, das war's dann eigentlich auch schon von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.